is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Viele Welten sind zu besuchen. So spricht der Herr. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen Heer geboten hat. Viele scheinen die Vorstellung zu haben, dass unsere Welt und die himmlischen Wohnungen schon das gesamte Universum Gottes ausmachten. Aber nein, Gott hat unzählige Welten, die seinem Gesetz gehorchen. Diese Welten werden so geführt, dass Gott verherrlicht wird. Wenn die Bewohner dieser Welten sehen, wie teuer die Erlösung des Menschen zu bezahlen war, sind sie von Staunen ergriffen. Der Herr hat mir Einblick in andere Welt gegeben. Mir wurden Flügel verliehen. Ein Engel begleitete mich auf der Reise von der Stadt zu einem Ort, der hell und herrlich war. Dort hatte das Gras ein lebendiges Grün. Die Vögel zwitscherten eine freundliche Melodie. Die Bürger dieses Ortes waren von unterschiedlicher Größe, aber alle wirkten edel, majestätisch und liebenswert. Sie trugen das Ebenbild Jesu an sich. Und ihre Gesichter strahlten in heiliger Freude und waren ein Ausdruck der Freiheit und des Glückes an diesem Ort. Ich fragte einen von ihnen, warum sie so viel liebenswürdiger wären als die Menschen auf der Erde. Die Antwort lautete: Wir haben Gottes Gebote ganz genau ausgelegt. Wir sind nicht durch Ungehorsam gefallen, wie die auf der Erde. Dann sah ich zwei Bäume. Einer ähnelte dem Lebensbaum in der Stadt sehr stark. Die Früchte beider Bäume waren schön anzusehen, aber von dem einen konnten sie nicht essen. Sie hätten zwar von beiden essen können, aber der eine Baum war ihnen verboten. Da sagte mein begleitender Engel zu mir: An diesem Ort hat niemand vom verbotenen Baum gekostet. Und wenn sie davon essen, würden sie fallen. Dann wurde ich zu einer Welt geholt, die 7 Monde hatte. Dort sah ich den guten alten Henoch, der von der Erde entrückt worden war. Ich fragte ihn, ob er von der Erde an diesen Ort entrückt worden sei. Er antwortete: Nein. Die Stadt ist meine Heimat. Ich bin hier nur auf Besuch. Er bewegte sich, als sei er dort zu Hause. Ich bat meinen begleitenden Engel, mich dort bleiben zu lassen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, wieder auf die dunkle Welt zurückzumüssen. Da sagte der Engel: Du musst zurückgehen. Wenn du treu bist, dann wirst du mit den 144.000 das Vorrecht haben, all diese Welten zu besuchen und das Schöpfungswerk Gottes zu schauen. The Lord is coming. Are you